In diesem Video befassen wir uns mit dem Löschen-Button und mit der Option Selbstlöschung. Um Ihnen zu erklären, was das bedeutet, gehen wir natürlich direkt in die Praxis. Ich habe hier einen Artikel vorbereitet, hier diesen Bremsmantel. Für den habe ich einen Wareneingang verbucht und für den habe ich zwei Verkäufe getätigt und eine Abschreibung durchgeführt. Das bedeutet, ursprüngliche Eingangsmenge waren 3, 2 Stück verkauft und 1 abgeschrieben. Somit haben wir einen Soll- und einen Ist-Bestand von 0, was absolut korrekt ist. So, jetzt könnte die Situation einfach auftauchen, dass Sie sagen, der Artikel, den habe ich einmalig eingekauft, den werde ich nie wieder einkaufen. Im Zuge der digitalen Aufbewahrungspflicht und der Reproduzierbarkeit eines Lebenslaufes auch nachträglich muss einfach gewährleistet sein, dass der Artikel für eine Mindestdauer von 10 bis 12 Jahren im System vorhanden ist und auch nicht einfach verschwindet. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Liste Ihrer Artikel im Laufe der Zeit immer länger und länger wird. Das heißt, sie wird unübersichtlicher. So, um den Artikel nun aus der aktiven Liste zu entfernen, für den Querverweise bestehen, also das heißt, für den ein Wareneingang, ein Verkauf, eine Abschreibung, eine Remission, wie auch immer durchgeführt wurde, müssen Sie Folgendes tun. Die Option Selbstlöschung bewirkt, dass nach 10 bzw. nach 11 Jahren der Artikel aufgrund einer Nachfrage sich automatisch aus Ihrem System entfernt, oder Sie können zum Löschen markierte Artikel nach einer erfolgreichen Prüfung und einem Bescheid, dass Sie ab, keine Ahnung, die letzten 5 Jahre alles entfernen dürfen, erst dann kann der Artikel unwiderruflich aus dem System entfernt werden. So, bleiben wir erst bei unserer langen Liste. Die Liste wird immer länger. Sie wollen, dass die Liste kürzer wird, für Sie übersichtlicher wird. Nun gehen Sie her und könnten den Artikel einfach löschen. Wabi Profi 3 ist aber so intelligent und sagt, nee, das geht nicht, weil hier Verkäufe, Wareneingänge und Abschreibungen für den Artikel vorliegen. Ja? Nun macht Wabi Profi 1, er setzt den Zustand von aktiv auf inaktiv. Das sehen wir, wenn wir nun auf dieses kleine Häkchen klicken, gelöschte Datensätze anzeigen. Hier sehen wir, dass unser Artikel nicht mehr in der aktiven Liste ist, sondern in der inaktiven Liste. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zum nächsten, wenn Sie sagen, ja, jetzt kriege ich den Artikel trotzdem wieder. Das heißt, ich habe den zwar als inaktiv markiert, aber ich kriege den trotzdem wieder. Jetzt können Sie natürlich den Artikel hergehen und sagen, neu, machen hier die Katalognummer oder machen wir das einfach mal schnell. So, also ich gehe auf neu, ich gebe jetzt meine Katalognummer ein, 12201. Er sucht Wabi Profi 3 natürlich, okay, wo ist die 100, wo kommt es vor? Und in unserem Beispiel haben wir hier eine Katalognummer 12201, haben wir hier auch, aber wir wollen den Artikel. Wenn wir nun den ausgewählten Artikel übernehmen klicken, dann können wir direkt auf den Einkaufspreis, auf den Verkaufspreis und können nun die Zugangsmenge eingeben, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 5 bekommen. Dann passiert Folgendes, dann wird der Zustand dieses Artikels 9 von inaktiv wieder auf aktiv gesetzt. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich auch, dass Sie das von der Hand tun können, indem Sie auf gelöschte Datensätze anzeigen klicken, nun erneut auf Löschen klicken und hier sagt er, der Artikel hat eine Löschmarkierung, ob er die Löschmarkierung entfernen soll und wieder den Artikel als aktiv markieren soll. Wir sagen ja. Wenn wir uns nun unsere Hauptliste wieder ansehen, dann sehen wir, dass unser Artikel 9 nun in der aktiven Liste sich befindet und nicht mehr in der gelöschten Kategorie. Und hier haben wir jetzt genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ich habe auf Neu geklickt, habe unsere Katalognummer eingegeben, die 12201, habe bestätigt und habe als Eingangsmenge 5 eingegeben. Das hat bewirkt, dass unser Artikel 9 aus der inaktiven Liste in die aktive Liste wieder gerutscht ist und somit wieder auch als Bestandsartikel geführt wird. Und jetzt zu guter Schluss, was bedeutet das Löschen dann wirklich? Wenn Sie für einen Artikel, wir nehmen einfach mal unseren Artikel 20, wenn Sie für diesen Artikel keinerlei Querverbindungen haben, keinen Wareneingang, keinen Verkauf, keine Abschreibung oder keine Remission, dann können Sie einen solchen Artikel, einen unkritischen Artikel, jederzeit löschen. Wabi Profi 3 sagt, oh ja, will ich löschen. Und jetzt überprüft er, ob Querverbindungen da sind. Und wenn keine Querverbindung besteht, sagt er, hey, soll ich den jetzt wirklich raushauen aus dem System? Und dann können Sie sagen, ja, mach das bitte. So, das bedeutet, der Artikel ist nun rot.
Ein roter Artikel oder ein roter Datensatz ist zum endgültigen Löschen markiert. Wenn Sie nun die Reorganisation durchführen unter Datenpflege-Reorganisation, das ist das gleiche, was das System beim Beenden durchführt, werden Sie feststellen, dass unser Artikel 20 nun unwiderruflich aus dem System entfernt wurde. Das können wir uns ansehen, indem wir hier erneut auf Artikel klicken und uns auf unsere Position 19, 21 gehen, also 20 fehlt. Auch hier bei gelöschten Datensätzen ist er nicht drin, das heißt er ist nun endgültig aus dem System gelöscht. So, und jetzt wirklich allerletzt, das ist jetzt auch ein Artikel, für den wir keine Querverbindung haben. Okay? So, und jetzt können wir sagen, wir wollen den löschen, bestätigen die Abfrage und jetzt fällt Ihnen ein, oh Gott, will ich ja gar nicht. Was können Sie tun? Solange Sie die Reorganisation nicht durchgeführt haben oder das Programm nicht beendet haben, passiert gar nichts. Das heißt, der Artikel ist einfach zum endgültigen Löschen markiert, mehr nicht. Wenn Sie nun erneut auf Löschen klicken, dann wird die endgültige Löschmarkierung entfernt und der Artikel wird wieder in seiner Markierung blau. Das bedeutet, es ist wieder ein aktiver Artikel, der keinerlei, keinerlei Merkmal besitzt, dass er gelöscht werden soll. Das sehen wir jetzt auch ganz einfach, indem wir die Reorganisation kurz wieder drüber laufen lassen. Das heißt, wenn der Balken durchgelaufen ist, sollte unser Artikel 19 nach wie vor noch im System sein. Artikel, Artikelstamm und wir haben wieder hier unseren Artikel 19 und damit ist er da.